In diesem Video zum Arbeitsblatt Quadratische Funktionen besprechen wir das Fenster Wurfparabel. Du kannst hier das bereits Gelernte aus den vorherigen Videos anwenden. Wiederhole dafür die Funktionsgleichung einer quadratischen Funktion sowohl in Polynomform als auch in Scheitelpunktform. Überlege dir auch eine Bedeutung für den Scheitelpunkt. Pausiere das Video und halte deine Überlegungen schriftlich fest, bevor du weitermachst. Die Flugbahn eines Tennisballs kann näherungsweise durch den Graphen einer quadratischen Funktion h beschrieben werden. H von x ist gleich minus 0,01 mal x hoch 2 plus b mal x plus c. Hier rechts ist der Funktionsgraph dargestellt. Die Höhe wird in Abhängigkeit vom horizontal zurückgelegten Weg dargestellt. Beides ist in Metern angegeben. Die erste Aufgabe lautet: Der Tennisball wird 40 cm über dem Boden abgeschlagen und landet in 20 Meter horizontaler Entfernung am Boden. Ermittle die Koeffizienten b und c. Wir wollen zwei Koeffizienten ermitteln und brauchen dafür zwei Gleichungen. Wir können Punkte in die Funktionsgleichung einsetzen. Diese Punkte sind hier in der Angabe beschrieben. Pausiere nun das Video und überlege dir, welche Punkte du einsetzen könntest und berechne dann die Koeffizienten b und c. Hier wird beschrieben, dass der Ball 40 cm über dem Boden abgeschlagen wird. Wir müssen diese 40 cm in Meter umwandeln, also 0,4 Meter. Die Koordinaten des Punktes lauten also 0, 0,4. Dann wird beschrieben, in welcher horizontalen Entfernung der Punkt wieder am Boden aufkommt, nach 20 Metern. Die Koordinaten dieses Punktes lauten also 20, 0. Beide Punkte befinden sich auf dem Funktionsgraphen. Wir können sie also in die Funktionsgleichung einsetzen und erhalten 0,4 ist gleich minus 0,01 mal 0 hoch 2 plus b mal 0 plus c. Und 0 ist gleich minus 0,01 mal 20 hoch 2 plus b mal 20 plus c. Aus dieser ersten Funktionsgleichung können wir gleich ablesen, c gleich 0,4. Das setzen wir in die zweite Gleichung ein, vereinfachen, 0 ist gleich minus 4 plus 20b plus 0,4. Durch Umformen erhalten wir 20b gleich 3,6. Und schließlich b gleich 0,18. Wir haben nun die Aufgabe erfüllt, das heißt, ermittle die Koeffizienten b und c. Ich weiß aber schon, was als zweite Aufgabe kommt und schreibe deshalb nochmal nun die vollständige Funktionsgleichung an. H von x ist gleich minus 0,01 mal x hoch 2 plus 0,18 mal x plus 0,4. Zweite Aufgabe: Berechne den höchsten Punkt der Flugkurve. Wie können wir nun also den höchsten Punkt dieser quadratischen Funktionsgleichung berechnen? Der höchste Punkt ist ein Extrempunkt. Überlege dir, wie du das machen könntest und pausiere dafür das Video. Der Extrempunkt einer quadratischen Funktion ist der Scheitelpunkt. Wir können also diese Funktionsgleichung umformen in die Scheitelpunktform und dann den höchsten Punkt einfach ablesen. Um diese Funktionsgleichung in die Scheitelpunktform umzuformen, beginnen wir damit, dass wir hier den Koeffizienten a herausheben. H von x ist gleich minus 0,01 mal Klammer x hoch 2 minus 18x, Klammer zu, plus 0,4. Diese Klammer ergänzen wir nun quadratisch und rechnen hier die binomische Formel quasi rückwärts. Das ergibt dann h von x ist gleich minus 0,01 mal Klammer x minus 9 in Klammer hoch 2 minus 9 hoch 2, Klammer zu, plus 0,4. Wir müssen nun noch ausmultiplizieren und schließlich zusammenfassen. H von x ist gleich
minus 0,01 mal Klammer x minus 9 Klammer zu hoch 2 plus 1,21. Nun können wir die x- und y-Koordinate des Scheitelpunktes ablesen. Xs ist 9, ys ist 1,21, beides in Metern angegeben. Der höchste Punkt der Flugkurve befindet sich also in einer horizontalen Entfernung von 9 Metern und der Ball hat dort eine Höhe von 1,21 Metern erreicht.